Willkommen zu einem neuen Random Steam Game. Heute spielen wir Super Blue Boy Planet. Sehr komischer Name. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich habe es einfach random gesehen, dachte mir, der Trailer ist ganz cool. Beziehungsweise ich habe mir so ein paar Screenshots angeschaut und dachte mir, ja, ein kleiner Sidescroller, der ganz kurz ist. Vielleicht schaffen wir ihn heute auch schon zu Ende in dieser Folge. Und ich dachte mir, ich spiele mal und irgendwie ist glitscht das hier so ein bisschen rum, merke ich gerade. Ich spiele gerade zum ersten Mal. Ich habe absolut keine Ahnung. Und okay, sehr komisch, man kann hier nach rechts und dann nochmal nach rechts, dann ist man hier, aber man kann nicht zurück. Okay, wir spielen auf jeden Fall Level 1, wir spielen alle Level durch, wahrscheinlich alles 100%, das kann ich nicht sagen, ob es irgendwas 100% sammeln gibt, aber wir fangen auf jeden Fall an. Mit Enter komme ich rein, alles klar. Arrows to move, okay. Yay, ihr habt ja gerade gesehen, was passiert ist. Leider gibt es keinen Title Screen, weiß auch nicht warum. Up arrow to jump, ja, ja. Nice. Hier ist ein Checkpoint, alles klar. Press and hold jump again in air. Was? Nochmal wie? Zack und dann nochmal drücken. Ah. In der Luft nochmal. Zack. Oh, verdammt. In der Luft nochmal aufhören und dann nochmal direkt drücken und dann gedrückt halten in dem Moment. Zack, gedrückt halten. Ah, okay, jetzt habe ich richtig. All enemies can be jumped on. Also wie Mario. Yahoo! Die ganzen Aliens sterben. Aua. Hat der mich umgebracht? Aua. Och, jetzt muss ich diesen Jump wieder machen. Okay. Ich muss noch ein bisschen ins Spiel reinkommen. Tut mir leid für die Black Bars an der Seite. Warum bin ich da jetzt gestorben? Das Spiel ist leider ein bisschen so. Kann ich jetzt nicht ändern, diese Black Bars. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, und was macht dieser Knopf? Oh, lol. Und wie komme ich jetzt rüber? Ach, es geht noch eine Weile weg, alles klar. Jump on triggers to progress. Ah. Und dann haben wir es geschafft, das Tutorial. Complete the first level. Ah ja. Okay, machen wir weiter. Man kann nicht schießen oder so. Oder irgendwas anderes. Da komme ich nicht hoch, alles klar. Oh Gott, ein paar Spinnies. Zack, Alien-Spinnen. Unser super Blau-Boy. Auf seinem super blau boy Planeten und ich konnte nach unten drücken, um ja, halt durchzufallen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe es einfach random gedrückt. Okay, aber gut zu wissen. Nach unten drücken, dann fallen wir von der Plattform. Warum auch immer man wieder zurück kann. Hm. Okay, ich muss das noch ein bisschen mit der Steuerung lernen. Das Springen ist hier noch ein bisschen, ne? Aber ich will den killen. Vielleicht gibt es irgendwas, wenn man alle killt. Nein! Aber ich habe ihn gekillt. Nein! Vielleicht soll ich auch gar nicht alle killen. Aber ich habe gedacht, vielleicht gibt es alle vielleicht einen Bonus oder so. Ich habe aber keine Ahnung. Ich spiele das Spiel blind. Okay, mach. Es kann noch irgendeinen Grund wieder zurück. Aber braucht man ja nicht. Okay, Level 3. Es gibt 21 Level, wie ihr schon gesehen habt. Und hier gibt es anscheinend ein Minigame. Oder einen Bosskampf direkt. Okay. Bin ich schon tot? Okay, ich bin schon tot. Uff. Aber die Musik, muss ich zugeben. Da merkt man, da wurde sich Mühe gegeben. Oder man hat sich auf jeden Fall Gedanken drum gemacht. Okay, ich glaube, ich kann ihn nicht treffen, wenn er so nach oben geht. Ich glaube, ich kann ihn nur seitlich treffen. Kann das sein, dass er immer die gleichen Patterns hat? Das ist ein bisschen lame, muss ich zugeben. Aber gut, das Spiel ist kostenlos und ich will erstmal gucken, was das Spiel überhaupt so drauf hat. Bevor ich das Spiel judge. Schade. Wo kommt er jetzt raus? Da, nochmal. Zack. Habe ich dich. Ja, wo kommst du jetzt raus, hä? Ah, da kann ich nichts machen. Wo kommt er jetzt? Da unten. Zack. Zack. Na, schade. Ich glaube, man kann ihn nicht zweimal hintereinander treffen. Man muss einfach abwarten. Ja, er kommt da raus. Zack. Okay, ich verliere immer wieder ein kleines Teil von ihm. Das ist cool. Zack. Okay, ein Teil hat er noch. Er wird hier rauskommen. Hier oben. Oh, von hier. Oh, lol. You killed the first boss. Yay. Okay. Ich habe bei den Achievements schon nachgeguckt. Die Achievements sind genau falsch rum. Das heißt, die Titel sind eigentlich die Beschreibungen. Die Beschreibungen sind eigentlich die Titel. Ja, gut, ne? Dass man das nicht gefixt hat. Weiß nicht warum. Aber, naja. Oh Gott, Naked Pipe. Hilfe, Mario Maker Flashbacks. Machen wir weiter. Level 4.
Neue Blöcke, neue Elemente. Boing. Als ob wir wirklich erst 5 Minuten aufnehmen. Krass, vielleicht schaffen wir es wirklich heute durch. Wie gesagt, ist kein langes Game und ich werde auch meine ehrliche Meinung gleich noch abgeben. Ich bin gestorben. Wo war mein Checkpoint? Da war mein Checkpoint, alles klar. Easy peasy, Lemon squeezy, zack. Bam, bam. Und ich bin tot. Ah, kacke. Von zu Combo, aber hat nicht geklappt. Zack. Nein. Ah, der hat mich ausgetrickst. Der hat mich ausgetrickst. Let's go. Bam. Jetzt ist er tot. Alles klar. Okay, ich glaube, ich soll hier hoch. Zack. Zack. Okay, anscheinend gibt es keine 100%, sondern einfach nur schafft das Spiel. Halt, Achievements, aber die kriegt man, glaube ich, alle hintereinander reingeschmissen. Level sind noch sehr kurz. Und die Musik, wie gesagt, da merkt man, dass sich da Mühe gegeben wurde. Finde ich persönlich. Also, ich finde es nicht so schlecht. Aber nichts Atemberaubendes. Halt einfach nur normale Musik, die man sich so, während man dieses Spiel spielt, anhören kann, finde ich. Ich bin stuck? Lol. Okay. Man ist irgendwie gut stuck gewesen hier. Ich konnte mich nur bewegen durch Springen. Habt ihr gesehen, dass ich mich irgendwie unbewegt habe, aber nichts passiert ist. Oh Gott. Na, zack. Okay. Die Steuerung, muss ich sagen, ist okay, aber hätte man ein bisschen besser machen können. Aber ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. Also von daher ist das okay. Und das war's mit dem Level. Level 6. Wow, was bist du denn für einer? Ein richtiges Alien, das uns unsere Freundin entführt hat. Und so, oh Gott. Ach, was soll ich denn da machen? Okay, ich kann mich, während ich in der Kamera-Animation bin, sogar noch weiter bewegen. Okay. Okay, da abwarten. Der würde schießen. Zack. Und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Hm. So, ich kann schon mal weitergehen. Die Sprites oder allgemein das ganze, die ganze Presentation, die ist ganz cool. Also ich mag die Sprites. Sind ein bisschen sehr, sehr schlicht, aber ich finde, das stört nicht so wirklich. Oh Gott, war es knapp. Oh Gott. Ach. Komm, das ist ein bisschen Spam. Findest du nicht? Ja, guck mal, was soll ich nahe zum Beispiel machen? Ich sterbe einfach instant. Weiß nicht, das finde ich ein bisschen nicht so geil. Ja, und das ist das Ziel natürlich, ne? Ich finde, Gegner sollten respawnen, nachdem man nach dem Checkpoint wieder rauskommt. Guck, das war jetzt kein Problem nach dem Checkpoint, wo ich alle, nachdem ich alle gekillt habe. Oh, noch ein Boss. Boss UFO. Da steht es auch oben. Sorry, falls ich es oben vorher in den letzten Boss nicht gelesen habe. Ich sehe es aber erst jetzt. Okay, ich bin zu früh gesprungen. So ein bisschen ägyptisches hat das was, finde ich. Was? Was hat er denn für eine Hitbox? Okay, dann warte ich halt länger diesmal. Jetzt. Bam. Okay, das hat geklappt. Nehmt echt viel Leben ab, finde ich. Zack. Was macht er jetzt? Er geht die ganze Zeit in die Ecke. Guck mal her, du. Oh, na komm. Zack. Und kill die UFO. Nice. Okay, Beat Level 7. Okay. 2 Achievements in der einen. Warum auch immer. Naja. Press down to fall through platforms. Ja, das habe ich auch schon gecheckt. Und jetzt? Oh, da darf ich nicht lang. Okay, ich dachte gerade, da will ich vielleicht lang, aber nö. Okay, das verstehe ich. Ja, verstehe ich. Ja. Merkt man? Nee, man soll. Zack und. Was? Okay, was ein komischer Bug gerade, aber. Helikopter, Haare, wie Rayman, da kommen wir durch. Zack. Press R if you got stuck. R? Ach! Er tötet mich. Gibt es in mehreren Spielen? Ganz cool. Falls man irgendwie sich wegglitscht, ne? Ich weiß, warum er es gemacht hat. Wenn man hier nicht schnell genug ist und in den Blöcken stuck wird. Macht schon Sinn. Da, wenn man hier jetzt zum Beispiel drinne wäre. Okay, die Zeit ist aber ein bisschen zu großzügig gewesen und finde ich zumindest. Oh, okay, das ist cool. Zack. Nice. Okay. Okay. Und geschafft. Cool. Was? Da kann man durchfallen. Okay. Ich denke mal, das ist so gewollt, oder? Ach komm, das hätte doch niemand riechen können.
Aber gut, ich bin durch. Jackie. Zack. Okay, ich muss mit allem gewappnet sein. Warte, wie komme ich denn da durch? Moment, was? Soll ich da gar nicht? Doch, ich muss da durch. Aber wie denn? Hm? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. So. Die haben aber noch riesen Hitbox, das ist das Problem. Vielleicht durchfliegen im richtigen Winkel, in der richtigen Zeit. Aber diese Hitboxen sind viel zu groß, das geht doch gar nicht. Oder? Nö. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Wie soll man da denn durchkommen? Zack. Nee. Ich hab gar keine Ahnung. Das Spiel kann mir gerne einen Tipp geben. Doch wahrscheinlich muss ich mit dem Helikopterhahn durch. Aber ihr seht ja, dass ich die ganze Zeit für diese riesen Hitbox getroffen werde. Was es mir natürlich nicht leicht macht. Und zeitlich wird auch knapp, finde ich. Warum steige ich denn nach oben? Ach komm. Ey, du musst da wirklich im richtigen Winkel durch. Ich hoffe, die Musik passt. Und dann Lautstärke, ja. Okay, ich hab's durch. Boah. Das war bisher das Schwierigste. Was? Ach komm. Ey. Ach komm, das ist gemein. Das ist wirklich fies. Das ist richtig fies. Junge, wie soll ich jetzt wieder hier durchkommen? Ich hab's vorhin nur durch Luck geschafft. Na okay, vielleicht nicht komplett Luck, aber ihr seht ja, das ist echt mega schwer hier durchzukommen. Nee, das war falsch. Nee. Oh, das war richtig. Nein, war's nicht. Nicht ganz. Nicht ganz. Ja, keine Ahnung, du. Uff. Aber ich habe schon Bock, jetzt noch heute und das hier durchzuspielen. Aber vielleicht werden ja die nächsten Level auch noch so schwer. Ich habe überall gelesen und gehört und gesehen, was auch immer. Also ich dachte wirklich, das Spiel wäre extrem einfach. Und dann sowas hier. Gott. Ich habe es vor allem habe ich auch vorhin geschafft. Wie habe ich das denn nochmal geschafft? Ich würde wirklich gerne wissen, wie ich es gerade geschafft habe. Ihr könnt ja sehen, dass ich es gerade nicht schaffe. Nee, keine Ahnung. Was habe ich denn anders gemacht? Oh, mich regen diese Hitboxen auf. Da komme ich nicht durch. Der Gang ist viel zu lang. Nee, die Hitboxen, die killen mich einfach viel zu früh. Oh, das war aber gut. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Das mache ich nochmal. Ach, nur weil ich nach oben gestiegen bin. Aus irgendeinem Grund steige ich dann nochmal nach oben. Ach, Gott. Ja, ich weiß nicht. Ich steige aus irgendeinem Grund nach oben. Das versaut mir irgendwie alles. Ja. Oh, Gott. Du musst halt wirklich einfach im richtigen Winkel durchfliegen. So zum Beispiel. Sollen jetzt aufpassen. Hier kann ich nochmal runterfallen, deshalb war ich ab. Und okay, geschafft. Boah, Level 10. Da hätte ich ein Achievement für verlangen müssen. Und nicht Level 7. Why? Naja, egal. Nice. Okay. Warten wir ab. Da kommt Stacheln raus. Oh, oder auch nicht. Was? Okay. Bam. Ugh, tot. Zack. Tot. Was? Okay, doch, ich komme noch raus. Okay, sehr einfaches Level wieder. Level 12. Diese Kackspinnen, die einen austricksen. Zack. Ach komm, hätte ich den riechen können. Aber wie gesagt, die Gegner sollten respawnen. Das ist ein großer Schwachpunkt, weshalb das Spiel auch so einfach ist. Da oben kommt einer. Falls ich mich nicht beeile. Deshalb, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Pokémon, let's go.
So. Aber egal, ich habe einen Checkpoint, alles gut. Kommt runter. Zack, zack, zack. Nice Kombi. Und hier soll ich wahrscheinlich durchkommen, ohne getroffen zu werden. Ah, Gott. Okay. Das ist aber noch fair. Das finde ich noch fair hier. Zack, nice. Zack, zack, bam. Okay, Level 13. Na Gott. Okay, ich verstehe. Nicht schlecht. Oh Gott. Nein, ich bin runtergefallen. Yes. Ach nö. Warte, ich drück R, dann komme ich wieder nach oben. Und ausweichen und rüberspringen und zack. Und das war's. Also ich finde, der Creator, ich weiß nicht, wer das Spiel gemacht hat, aber auf jeden Fall der Creator, der hat coole Ideen gehabt, aber es ist alles viel zu kurz. Wirklich viel zu kurz ist das Spiel. Warum kann ich hier so... Okay, das ist irgendwie seltsam. Ich kann auch mit der Maus rübergehen, so zack, 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 zack. Ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, kann sein, dass es einen Unlock-Glitch-Spieler gibt. Viele Spieler haben das ja, bei so Level Select sowieso was, dass man einfach irgendwie so ein bisschen rumspaßt, irgendwie hin und her klickt, so wie wild, und dann auf einmal Level freischaltet, aber muss nicht. Ich werde es auch nicht versuchen, habe keinen Bock gerade. Das war Glück. Das wiederum war Pech. So. Ja. Aber ich habe da jetzt schon eigentlich einen Checkpoint erwartet. Ich weiß nicht, warum da jetzt keiner kam. Aber man kann doch über alles fliegen, merke ich gerade. Theoretisch. Oh, ich ignoriere ich lieber. Zack. Hier ist ein Checkpoint, okay. Aber ein bisschen zu spät. Ich hätte noch einen früher gewünscht. Spiel soll ja einfach sein. Aber gut, eine Stelle in Level 10. Viel zu schwer, finde ich. Und jetzt? Was jetzt? Da ruht erstmal die Musik und wir haben es geschafft. Alles klar. Beat Level 14. Okay. 14. Zack. Ach Gott. Keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Von hier natürlich, aber ich will gucken, wie man von hier rauskommt. Geht das überhaupt? Ich will es kurz ausprobieren. Ob das hier eine Falle ist oder ob man wirklich... Oh, man kommt da raus. Alles klar, aber es ist halt sehr schwer. Oh, oh, wow. Na! Aber da kommt man doch nicht... Kann man da auch rüberfliegen? Ich meine, hier geht's, aber das hier... Nein. Okay. Da muss man das wirklich machen, was ich gerade vorhin ausprobiert habe. Denke ich mal. Ja. Na, nee, ich muss abwarten, bis ich nach oben steige, glaube ich. Zack. Was? Ich bin gar nicht nach rechts gegangen. Okay. Dann halt nicht. Sad. Okay, jetzt hat's geklappt. Checkpoint. Und ich sterbe erstmal natürlich. Ne? Muss er sein. Okay, da bringt sich selbst um. Finde ich gut. Komm, bring ich auch noch mal selbst um. Nice. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, meine kleine Spinni. Und ich bringe mir auch immer selbst um. Um es halt natürlich den zu zeigen, den Spinnen, wie man sich selbst so bringt, ne? Deshalb habe ich mich gerade selbst umgebracht. Genau. Zack. Zack. Und dann auf deren Plattform. Zack. Oh Gott, ey! Ja, ich habe gesehen, was du versucht hast. Zack. Keine Chance zu fliehen. Oh yeah, Level 16. Wir kommen immer näher. Oh Gott. Oh Gott. Bam, bam. Ach, das war fies. Das fand ich jetzt fies kombiniert. Zack, zack, zack. Okay. Da soll man hoch. Wie das denn? Anlauf? Braucht man Anlauf in dem Spiel? Nee, das ist es nicht. Hm? So, what? Was soll man da machen? Nee, das hilft auch nicht. Oh, jetzt hat es geklappt. Vielleicht gedrückt halten? Und man kommt höher? So ein bisschen, glaube ich. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Okay, irgendwas mache ich die ganze Zeit falsch. Und jetzt komme ich da einmal nicht wieder durch. Super.
Ich hasse das. Nein! Bro, du sollst da hoch! Hey, okay, jetzt fliegt er auf einmal höher? Was mache ich denn falsch? Was mache ich denn anders als vorher? Naja, egal. So, zack, Checkpoint. Oh Gott, aufpassen, nicht aufwachen. Ich bin schön hellwach. Zack. Schön die Hunde von denen killen. Oder was auch immer das für Tiere sind. Keine Ahnung. Zack, zack. Was? Ich habe ihn nicht getroffen? Ich habe schon gedacht, dass ich ihn getroffen habe. Hm, dann. Zack. Und zack. Ins Ziel. Level 17. Boing. 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 Hey, nein, nein, nein. Set. Okay. Zack. Zack. Ich einfach gedrückt halten. Komm ich auch schon an Höhe. Zack. Zack. Hier noch am besten noch oder nicht? Okay. Ach, nichts drücken. Dann kommt man am besten hoch. Okay, das ging nicht. Also es könnte funktionieren, einfach blind durchzufallen. Aber ich sollte wahrscheinlich mit einem Propeller durchfliegen. Ich glaube, das ist gewollt. Okay. Moment. Was? Das hat mich noch getroffen? Echt jetzt? Okay, das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich. Und du kannst ja auch nicht einfach vorher killen. Oh, geschafft, nice. Aber richtige Moment auch einfach. Das passt schon. Das ist wiederum. Oh, verdammt. Das ist wiederum jetzt nicht so geil hier. Aber geschafft. Und whee! Ziel? Ziel. Cooler Gang hier. Aber war halt nichts. Was, wo bin ich? Was? Wo bin ich gestorben? Was? Wo bin ich da gestorben? Wow. Wie gesagt, die Hitboxen sind so wie Vierecke, Alter. Ja, es ist so wie ein großer Viereck. Einfach poorly made, finde ich. Und deshalb gibt es die R-Taste. Weil das Spiel schon wusste, dass das passieren wird. Also das Spielentwickler. Oh. Was? Woran hängt das denn ab, dass es ändert? Okay, ich habe jetzt Angst. Soll ich auf Zeit? Okay, Checkpoint. Nice. Ich lasse mich immer von sowas austricksen anscheinend. Oh Gott. Was? Oh. Und dann? Was? Was muss ich dann machen? What? Hä, auf einmal ist der... Muss ich das richtig timen? Ist der von der anderen... Ja, das ist auch andere Zeit. Ach, kacke. Okay, jetzt muss ich aber mit dem anderen, mit dem Stachel da timen. Jetzt. Jetzt müsste der gehen, ja. Nice. Okay, okay. Und durch. So. Level 19. Wir sind fast am Ziel. Vielleicht finden wir unsere Freundin wieder. Ich vermisse sie so sehr. Meine pinke Freundin. Und das war's. Beat Level 19. So, und jetzt 20 neue Musik. Bosskampf. Nochmal der erste. Das ist Level 3. Okay, warum nicht? Aber ja, diesmal haben wir nur eine Plattform und nicht drei. Heißt, an den oberen Röhren ranzukommen wird schwieriger. Ich weiß gerade nicht, woran es abhängt, dass ich nach oben fliegen kann. Ich versuche gerade. Ich dachte, ich habe es rausgefunden, aber vielleicht muss ich einfach warten und es lädt sich von alleine auf. Ich habe keine Ahnung. Hm. Nein, jetzt habe ich es wirklich verpasst. Echt jetzt? Ja, da komme ich nicht dran. Zack. Ein Leben hat er noch. Ich vermute, der kommt. Nein, der kommt unten raus. Alles klar. Bam, das ist down. Hehe. Und zack. Beat Level 20. Und nun letztes Level. Was passiert nun? Bosskampf. Nochmal das UFO. Aber diesmal hat sich nichts geändert. Ich habe gedacht, er kommt mit 10.000 Stacheln oder so. Wenn jetzt nochmal ein UFO-Bosskampf kommt.
Ich lasse mich sogar noch für ihn treffen. Ah, ich bin so blöd. Jetzt kann ich ihn treffen. Zack. Okay. Der hat einfach nur mehr Leben, glaube ich. Na komm, mach deine Attacken. Mach deine bösen Attacken. Ich werde dich schon noch treffen. Okay, das war klug. Das war ziemlich klug, muss ich zugeben. Okay, die Musik passt irgendwie gar nicht. Finde ich. Okay, das ist fies. Aber der kriegt zumindest seinen Full Health wieder, ne? Okay, man muss sie treffen, bevor sie nach unten kommen. Ja, jetzt, zack. Okay. Schön gut das Ganze. Ja. Komm runter. Komm mal runter. Komm mal runter. Alles gut. Komm runter. Wie oft willst du noch schießen? Komm nicht runter. Jetzt. Ah, ich hab's erahnt. Ich hab's einfach geahnt. Ich hätte warten sollen, bis sie wieder hochkommen. Okay, vielleicht war ich dann lieber doch nochmal. Endboss ist einfach wirklich lame. Aber das Spiel ist viel zu kurz. Es hat gute Ideen, das Spiel, aber macht halt nichts draus. So ein kurzes Level, was in einer Minute durch hast und dann mehr nicht, dann kommt es nie wieder, dieses Feature. Nein, ach komm! Also das Spiel könnte was Gutes werden, aber so wie es jetzt ist, ist es halt echt nicht so geil. Whatever. Ist das dein Ernst? Ich hasse diese Hitboxen. Ich meine, der Background und die ganzen Teilsets, jetzt nicht mein Charakter und die Bösse und die Gegner, weil die sind echt ein bisschen, ja, ne, ein bisschen wenig, aber so, ich weiß nicht, die Teilsets und die Backgrounds, die finde ich eigentlich echt nice. Hier zum Beispiel einfach die Backgrounds, aber so mein eigenen Charakter und die Bösse allgemein, jetzt nicht so geil. Dann brauchst du, nach unten zu kommen. Was? Der hat mich nicht getroffen. Der hat mich nicht getroffen. Niemals. By the way, ich merke gerade. Oben an meinen Haaren. Da ist so ein Sprite schwarz. Oder? Was? War gerade so. Okay, vielleicht ein Bug. Komm runter, Mann! Boah! Hey, das gibt's nicht! Komm runter! Junge! Jetzt kommt er runter. Bam! Na, da kommt's zu schnell runter. Jetzt! Zack! Kommt runter! Jetzt! Er kommt runter. Jetzt. Warte. Warte. Jetzt. Okay, ein Leben hat er noch. Und er bewegt sich jetzt irgendwie seltsam. Anders als vorher. Nein! Das gibt es nicht. Schau, jetzt ist schon wieder dieser schwarze Punkt an meinem Haar. Jetzt ist er wieder weg. Okay. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, hä, warum bewegt er sich jetzt schon bei 3 Leben verloren? So seltsam. Das ist random, wie er sich bewegt immer. Ein Leben hat er noch. Diesmal kommst du mir nicht! Bam! Geschafft! Congratulations, you completed the game! You completed the game! Juhu! Wuhu! Wow, da muss ich ein bisschen was rausschneiden am Ende. Da habe ich zu viel gefailt, aber hey. Level 10 und Level 21 sind die schwersten Level im Spiel. Und hey, wenn euch das irgendwie entertained hat, wenn euch das irgendwie gefallen hat. Ich weiß, ich habe nicht wirklich viel aus diesem Video gemacht. Aber gut, was willst du aus diesem Spiel machen? Super Blue Boy Planet. Ich finde, der Titel passt nicht so richtig. Und definitiv, das, was man am meisten verbessern muss, ist die Länge der Level. Einfach
ausarbeiten. Ganz dringend. Ansonsten, das Spiel ist ganz okay, aber lohnt sich nicht wirklich, finde ich. So, und als kleinen Bonus könnt ihr hier noch sehen, dass hier alle Beschreibungen eigentlich die richtigen Namen sein sollten. Wir sehen uns beim nächsten Random Steam Game oder was anderes wieder. Ihr könnt ein bisschen draufklicken und dann kommt ihr auf der Seite von mir und der Seite von mir und was auch immer. Haut rein!